freut mich außerordentlich, dass es uns gelungen ist, dass Frau Professor Marion Schmid-Mast zu uns kommt und uns von ihrer Forschung berichtet. Begleitet wird sie von Pierre Miasson. Er wird dann zusammen auch noch mit Marianne Schmid-Mast diese Experimente aufzeigen. Okay. Marianne, noch ganz kurz. Marianne und ich haben zusammen in Zürich studiert. Und Marianne hat dann sich, denke ich, ziemlich direkt diese akademische Karriere angestrebt, doktoriert, war dann auch, hat dann gestartet als Professorin in Neuchâtel und ist jetzt Professorin an der EC in Lausanne. Gut, also ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich werde Ihnen heute etwas erzählen über, wie man neue Technologien für die Personalauswahl und auch für die Personalentwicklung, ich werde ein bisschen darüber sprechen, auch verwenden kann. Und ich komme, wie Patrick gesagt hat, aus der Forschung. Und deswegen ist es für mich total spannend, heute hier zu sein und mit Ihnen zu diskutieren, weil Sie den Praxisbezug haben und mir sagen werden, das verstehe ich nicht, das hat überhaupt keine Zukunft, was machst du da, oder das ist interessant. Also darauf freue ich mich sehr. Von dem her auch, scheuen Sie sich nicht mehr, Rückmeldung zu geben, vielleicht eher am Ende des Vortrags, damit wir genug Zeit haben, durchzukommen. Also. In meiner Forschung interessiere ich mich grundsätzlich für alles, was soziale Interaktionen am Arbeitsplatz sind. Feedbackgespräche, Evaluationen, das Jobinterview, dann aber auch Gruppendiskussionen, was passiert in Sitzungen, wenn viele Leute miteinander zusammen sind und eine Lösung finden müssen und so weiter. Hierarchische Organisation in Unternehmen. Wenn wir von sozialer Interaktion sprechen, sprechen wir immer auch von interpersonalem Verhalten. Das ist eine Definition. Interpersonales Verhalten ist nichts anderes als das verbale und nonverbale Verhalten einer Person in einer sozialen Interaktion. Und jetzt komme ich zum Thema von heute. Interpersonales Verhalten im Assessment. Wo finden wir das? Das wissen Sie besser als ich. Aber natürlich kann man sich vorstellen, Assessment Centers, verschiedene Übungen, wo es eben um soziale Interaktionen geht, wo man zum Beispiel Social Skills oder Leadership Skills oder Communication Skills messen will. Dann aber auch das Bewerbungsgespräch selber ist ja eine soziale Situation, wo eben auch der Rekrutierer oder die Rekrutiererin sich ein Bild macht über den Kandidaten oder die Kandidatin, die Persönlichkeit und so weiter. Wie können wir jetzt dieses interpersonale Verhalten messen? Wie können wir es uns zunutze machen? Darum dreht sich meine Forschung und darüber werde ich heute sprechen. Ich spreche insbesondere über zwei Aspekte in Bezug auf die neuen Technologien. Das eine ist immersive virtuelle Realität und das zweite ist Social Sensing. Bei der immersiven virtuellen Realität werde ich den Aspekt betonen, dass wir eben virtuelle Realität benutzen können, um Simulationen zu machen. Hier gibt es einen komischen Hintergrundton. Ich mache mal hier das ein bisschen leiser. Ich nehme mal an, das stört Sie auch. Ich weiß nicht genau, ob ich dahin zeigen muss, aber. Okay, also die Idee ist hier, die Interaktion, die soziale Interaktion zu simulieren. Und wir werden dann gleich darüber diskutieren, respektive ich werde Ihnen vorschlagen, warum das ein Vorteil sein kann, das mit immersive virtuelle Realität zu machen. Dann das Social Sensing. Hier geht es um die automatische Analyse vom nonverbalen Verhalten in einer sozialen Situation. Aber ich werde Beispiele dafür bringen. Und wir haben vorgesehen, mit Pierre zum Schluss dann entweder noch hier oder beim Apo, schauen wir mal, wie die Zeit ausschaut und wie sehr Sie dann den Apro schon brauchen, haben wir Ihnen auch noch zwei Demonstrationen hier, Simulationen von Bewerbungsgesprächen mitgebracht auf dem Computer, da können Sie sich das mal anschauen. Gut, ich beginne also mit der immersiven virtuellen Realität. Wovon spreche ich? Wir haben ein Labor an meiner Uni, wo ich verantwortlich bin dafür, dass immersive virtuelle Realität eben generiert.
Was heißt das? Die Versuchspersonen, die zu uns kommen, wie diese Person hier, die tragen eine sogenannte 3D-Brille. Da gibt es verschiedene Modelle inzwischen auf dem Markt. Und die sind, wenn sie die Brille tragen, sind sie komplett immersed in dieser Welt. Das heißt, wenn sie es schon mal ausprobiert haben, wissen sie, wie das ist. Das heißt, sie schauen hinten nach und da hinten ist eben nicht irgendwie was anderes, sondern sie sind in dem Raum, der eben simuliert wird. Also wenn Sie jetzt in einem Bewerbungsgesprächraum sind beispielsweise und hier ist der Rekrutier, dann haben Sie hier halt einen Avatar vor sich und wenn Sie da rüber schauen, ist da das Fenster aus dem Raum und so weiter. Also Sie sind wirklich rundherum umgeben von der virtuellen Realität. In unserem Labor, wie Sie hier sehen auch, kann man rumlaufen. Das heißt, die Simulation ist Echtzeit. Wenn ich hier nach vorne gehe, geht eben die Simulation direkt, also das Bild wird in Echtzeit nach hinten verschoben, sodass ich das Gefühl habe, eben mich nach vorne zu bewegen oder rechts und links schaue und so weiter. Da sind wir schon so gut mit den Computern, dass das wirklich in Echtzeit funktioniert, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind jetzt hier drin und interagieren. Die interagieren dann eben nicht mit anderen Personen, sondern mit virtuellen Personen, mit sogenannten Avataren. Hier ist eine kleine Auswahl, wir programmieren die nicht selber. Die sind schon programmiert und wir wählen dann sozusagen aus für jedes Szenario, für jede Simulation, was brauchen wir. Hier ist so eine typische Auswahl von Avataren, die wir brauchen. Es gibt auch welche in Bikinis und so, aber die sieht man fürs Jobinterview ein bisschen weniger geeignet. Man sieht dann auch oft die Fantasien der Programmierer bei den verschiedenen Formen, vor allem der weiblichen Avatar, aber das ist schon viel besser, als was es vor 10 Jahren, wo ich angefangen habe, mit virtueller Realität auf dem Markt gab. Also so sehen die so ungefähr aus. Was sind die Vorteile? Wieso sollen wir jetzt plötzlich das ganze Zeug simulieren? Können wir nicht einfach hingehen und zum Beispiel ein Rollenspiel machen, was man viel macht, auch in Assessment Centers? Ja, natürlich kann man das weiterhin machen. Es gibt zwei spezifische Vorteile, die sind die folgenden. Die virtuelle Realität erlaubt, was wir Standardisierung der sozialen Situation nennen. Warum ist das wichtig? Weil, wenn ich viel lächle, in der Regel, funktioniert nicht bei allen, aber ein bisschen, jawohl, genau, lächeln Sie auch mehr. Das heißt, Ihr Verhalten ist nicht ganz unabhängig von meinem Verhalten. Und wenn Sie jemanden beurteilen, können Sie auch relativ unbewusst beeinflussen, wie die Person sich verhält. Wenn Sie schon einen schlechten Eindruck vom CV haben von der Person, dann sind Sie vielleicht so ein bisschen weniger freundlich zur Person, die ist dann auch ein bisschen weniger freundlich und Sie sagen sich dann in Ihrer Evaluation, das ist wirklich eine freundliche Person. Aber vielleicht war ein Teil dieses Assessments eben auch davon getragen, dass Sie schon eine Voridee sozusagen, vorgefasste Meinung über die Person hatten. Das kann hier nicht passieren, weil der Avatar ist einfach programmiert. Das heißt, er oder sie fragt immer die gleichen Fragen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Jobinterview ist, reagiert immer genau gleich nonverbal. Das heißt, was wir beobachten in den Versuchspersonen, kann nur von den Versuchspersonen kommen. Wenn ich einen Unterschied zwischen Ihnen und Ihnen und Ihnen sehe, kann es nicht von mir kommen, weil der Avatar ist nicht genau das Gleiche wie mit Ihnen. Also alle Unterschiede, die ich beobachte, kann ich attribuieren direkt der Versuchsperson. Und das kann interessant sein, wenn wir darauf bestrebt sind, eben eine möglichst objektive Erfassung zu machen und die Leute aufgrund von gleichen Situationen miteinander zu vergleichen. Das zweite ist die Verfügbarkeit der Avatare, also je nach Simulation kann das ein Vorteil sein. Stellen Sie sich vor, Sie wollen testen, wie gut sind die Leute im Vorträge geben vor Publikum von 200 Leuten. Wenn Sie das simulieren, müssen Sie jedes Mal 200 Leute einladen, die müssen bezahlt werden, müssen ihnen zu trinken geben und so weiter, müssen ihnen erklären, wo sie hinkommen müssen. Wenn Sie das einmal programmiert haben in der virtuellen Realität, können Sie die 24 Stunden, 7 Tage die Woche bereit, um eben als Publikum zu fungieren. Also das ist die Idee, virtuelle Assessment Centers, wir kreieren soziale Situationen und beobachten dann die Leute, anstelle, dass wir eben Rollenspiele beispielsweise machen. Hier ein paar Beispiele von Sachen, die wir im Moment brauchen, nicht für Assessment, wir brauchen das für Training. Also wir brauchen Präsentation vor Publikum beispielsweise,
Wir trainieren Leute mit der virtuellen Realität, nicht immer, aber es ist ein wichtiger Bestandteil des Trainings, eben in ihrem Kommunikationsverhalten. Und ich zeige Ihnen, wie das sich präsentiert. Hier sehen Sie auf dem kleinen Ausschnitt, sehen Sie die Versuchsperson. Sie sehen diesen relativ unattraktiven Raum, das ist unser Labor. Kann sich bewegen, hin und her laufen und durch die Brille hier, das ist die Perspektive, was er hier sieht. Also er ist in einem Raum, in einem relativ großen Konferenzraum und spricht jetzt hier zu diesem Publikum. Und ich zeige Ihnen mal diesen Film, so ganz kurz, damit Sie einen Eindruck haben. Good morning. So, er schaut jetzt rum, nicht? Wer ist alles hier? Ist auf der Bühne, hier hat er einen kleinen Timer, dass er sieht, wie viel Zeit er noch für den Vortrag hat. The question I like to ask when I start this conference is usually this one. Hier ist ein PowerPoint-Präsentation. What is charisma? Er hat jetzt gerade eine Präsentation. And the answer I usually get is that some people are more charismatic than others. Und jetzt stellt er dann das Slide um, das heißt, wir können auch If we look at politicians like Margaret Thatcher, what would you say makes her charismatic? Is it the way she speaks? Is it the way she moves? Or is it what she says? Was Sie jetzt vielleicht hier weniger gut gesehen haben, ist, dass die Avatare hier, die folgen mit dem Blick dem Präsentator. Das heißt, wenn Sie da in der virtuellen Realität sind, haben Sie die Leute, die Sie tatsächlich anschauen. Und das können wir natürlich auch variieren. Wir können dann die Leute ein bisschen gelangweilt machen oder ist das sowas. Wir haben ein anderes Szenario, das ist eine typische Sitzungs-, sehen Sie ja, was es ist, ein Sitzungszimmer. Und hier stellen Sie Ihr neues Projekt beispielsweise vor und Sie wollen jetzt testen, wie macht der Mitarbeiter das. Er wird hier wieder über Charisma reden, aber das ist eigentlich nicht das Wichtige. Was Sie jetzt beobachten können, ist, dass hier in Abhängigkeit der Qualität seiner Präsentation können wir jetzt das Publikum reagieren lassen. Beispielsweise, Sie werden dann sehen, hier gibt es einen Fotografen, der wird dann ein Foto schießen, das ist vielleicht ein Zeichen für denjenigen, der vorträgt, dass es gerade ziemlich gut läuft, nicht? Und dann gibt es aber hier eine Person, die wird dann ein bisschen gelangweilt sein und rauslaufen, was ziemlich stressig ist für jemanden, der einen Vortrag hält. Dann werden Sie noch sehen, die Person hier hinten wird dann anfangen, auf dem Computer zu schreiben, was ein bisschen ambigu ist, weil vielleicht ist es so interessant, dass sie ihre Notizen nimmt, oder vielleicht ist es so langweilig, dass sie mal ihre E-Mails checkt. Dann gibt es zwei, die hier an der Seite dann beginnen zu reden, weil es eben ein bisschen langweilig ist, nicht? Also ich zeige Ihnen das mal, wie das ausschauen kann. Alright, so what is charisma? Hier ist der Fotograf. Charisma is an addition of three concepts. These three concepts are influence of and using emotions, values, and symbols. Sie beginnt jetzt hier den Computer. Values, it's about expressing what you believe in. Emotion, you want to get your audience to feel something. And symbols, you want to convey a concept that is a bit complex to your audience. Hier die beiden hier, die beginnen jetzt ein kleines Gespräch an der Seite und er hört so also auch, dass da irgendwas. Er hört nicht, was es ist, aber er hört, dass die jetzt zumindest nicht mehr zuhören. Was das Schöne an diesem Szenario ist, ist eben, dass wir hier reagieren können sozusagen auf die Qualität. Sie können sich natürlich noch mehr vorstellen. Plötzlich können alle weggehen oder einer beginnt zu gähnen oder und so weiter. Also wir können Stress induzieren und schauen, nehmen die das auf, diejenigen, die den Vortrag halten und adaptieren sie und verbessern ihre Präsentation. Hier ist ein anderes Szenario, das wir auch brauchen, das ich schon gebraucht habe mit Studierenden. Eines der stressigsten Ereignisse für einen Manager ist auch negatives Feedback geben an Mitarbeiter. Wiederum, also wir brauchen das eher für eine Trainingssituation, aber man kann sich das auch in einem Assessment vorstellen. Hier ist die Situation folgende. Er ist der Chef und er hat jetzt gerade vernommen von verschiedenen Leuten im Team,
dass dieser Mitarbeiter hier sexistische Kommentare macht und dass er immer von sich erzählt und dass er die Leute nicht in Ruhe arbeiten lässt. Und jetzt hat er beschlossen, ihn vorzuladen eben und ihn sozusagen mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren und das Gespräch zu suchen. Sie werden dann auch gleich sehen, wo dann auch die Grenzen sind von Virtual Reality. Ich spiele Ihnen das mal vor. Hi, thank you for coming. You can have a seat. Hello, thanks for setting up this meeting. I've been looking forward to this meeting. Listen, I heard some complaint from your colleagues and I want to talk about it with you. Really? Yeah, apparently there's been some issues about you giving gender-related comment and sexist jokes. That's ridiculous. Who in the hell is going on back? I can't really tell you who, but the problem we have to address is how we can solve this issue together. I mean, you're working really well in general, so it's a tiny thing we have to work on. I really don't understand. I have to say, I've been working here for 6 months and I've tried to maintain good relationships with all my colleagues. I really can't believe this. Natürlich, dass er eben, er wird jetzt eben relativ aggressiv und ist nicht zufrieden mit dem Feedback und wie kann er jetzt hier reagieren. Hier sehen wir aber auch so ein bisschen die Grenzen dann, da werde ich noch drauf zu sprechen kommen, von der Virtual Reality. Was relativ schwierig ist, ist dieses Interaktive, weil alles, was der Avatar sagt, müssen wir vorher programmiert haben. Es gibt keine Spontaneität. Wir müssen alles irgendwie vorausgedacht haben und irgendjemand, entweder das Programm oder im Moment sind das wir hinten dran, die einfach entscheiden, okay, was ist jetzt die nächste Antwort oder die nächste Reaktion des Avatars. Von daher zeige ich Ihnen dann im zweiten Teil der Präsentation, in welche Richtung das gehen wird, wo es auch schon ein paar Lösungen gibt, aber wir sind auf dem Weg. Was Sie hier gesehen haben bis jetzt, sind alle Szenarien, die wir im Labor benutzt haben, wo man sich bewegen kann. Eben insbesondere für die Präsentation ist das relativ wichtig. Hier, das ist ein Szenario, wo man auch sehr gut einfach dann sich setzen kann und vor dem Computer das machen kann. Wie das nächste auch, das ist ein Bewerbungsinterview und dazu haben wir auch die Demonstration mitgenommen. Das präsentiert sich wie folgt, also die Versuchsperson oder sitzt hier vor ihrem Computer mit auch wieder einer 3D-Brille und das ist der Rekrutierer, die kommt zum Bewerbungsgespräch und der Rekrutierer fragt eben verschiedene Fragen zum Lebenslauf und für die Motivation der Stelle, Stärken und Schwächen und all diese Sachen. Das ist etwas anders programmiert im Sinne von, wir haben immer nur eine Frage des Rekrutierers und eine Antwort der Person. Aber das kann wiederholt werden mehrere Mal. Ich zeige Ihnen das dann im Detail am Schluss der, meiner Präsentation. Gut, also das ist die Idee mit Variabilität noch, das ist wichtig fürs Training. Wir können relativ einfach kleine Sachen ändern im Szenario. Beispielsweise haben hier die Leute die Möglichkeit, eine weibliche Rekrutierin zu haben. Wir haben auch zwei Rekrutier-Modi, wenn Sie so wollen. Also einmal stellt der Rekrutierer, ist sozusagen böswillig und sagt irgendwie sowas wie, ja, jetzt im Prinzip passt Ihr Profil überhaupt nicht, aber weil Sie jetzt schon mal hier sind, ja, erzählen Sie mir doch jetzt mal, warum sollten wir Sie denn nehmen für die Stelle? Also es ist viel stressiger als eben ein Neutraler, der hat ihn gefragt, was ist Ihre Motivation für die Stelle? Und so können wir, oder kann der Bewerber selber, der sich trainieren will, eben sozusagen den Schwierigkeitsgrad auswählen von seinem Training. Gut. Damit belasse ich Sie im Moment. Ich mache nachher den Link mit dem zweiten Teil und möchte Ihnen jetzt etwas über Social Sensing erzählen. Was ist Social Sensing? Wie können wir es brauchen? Und ich werde vor allem über das Bewerbungsinterview sprechen, und zwar wie wir nonverbales Verhalten im Bewerbungsinterview messen können, automatisch. Ich werde gleich sehen, was das heißt. Und wie wir damit spätere Leistungen im Job vorhersagen.
Warum das Bewerbungsgespräch, das muss ich Ihnen vielleicht nicht sagen, Sie wissen, dass das weit verbreitet ist, eigentlich bei jeder Einstellung gibt es ein Bewerbungsgespräch in irgendeiner Art. Ein großes Problem des Bewerbungsgesprächs ist diese Beschönigung und Täuschung, Fashion Management oder Faking. Das heißt, wie wissen wir, ob der Kandidat oder die Bewerber oder die Bewerberin wirklich nicht alles beschönigt? Wir wissen auch aus der Forschung zum nonverbalen Verhalten, dass Lügen mit nonverbalem Verhalten viel schwieriger ist als mit verbalem Verhalten. Das heißt, wenn Sie Lügen detektieren wollen, im Schnitt sind wir sowieso ziemlich schlecht da drin. Die meisten Leute denken, sie sind super da drin, wenn man sie nachher misst. 50%, also Ratewahrscheinlichkeit mit gewissen Ausnahmen. Aber was wir wissen ist, dass wenn Sie sich aufs nonverbale Verhalten konzentrieren, dass Sie viel besser sind im Rausfinden, ob jemand lügt oder nicht, als wenn Sie sich auf die Story konzentrieren, das Verbale. Macht das Sinn oder ja, das ist eine komische Story und so. Da kommen Sie meist nicht sehr weit mit der Detektion von Lügen. Also die Idee war jetzt zu schauen, im Bewerbungsgespräch ist es offensichtlich viel schwieriger, das nonverbale Verhalten zu kontrollieren, weil die Bewerber sind halt so damit beschäftigt, zu überlegen, was ist jetzt hier die gute Antwort und wie stelle ich mich jetzt gut da, so dass sie weniger kognitive Kapazität zur Verfügung haben, um noch ihr ganzes nonverbales Verhalten zu kontrollieren. Das heißt, wir können dann hingehen und schauen, was machen die jetzt im nonverbalen Verhalten? Und vielleicht ist das ein besserer Prädiktor für Persönlichkeit, späteren Erfolg im Job. Und das war die Grundidee. Hier ist die Forschungsfrage, die wir gestellt haben. Erlaubt das nonverbale Verhalten eines Bewerbers im Bewerbungsgespräch Voraussagen über seine spätere Leistung im Job? Nonverbales Verhalten, nur zur Klärung, ist alles, was nicht die Produktion von Inhalt ist. Das heißt Gesichtsausdruck, die ganzen Emotionen, Blickkontakt, Lächeln, Nicken, all diese Sachen. Dann die Körperhaltung, Gesten, offene Körperhaltung, Sitzen und so weiter. Dann aber auch alles, was die Stimme anbelangt, also monotone Stimme. Dann die Lautstärke der Stimme und so weiter. Dann werden aber auch Sprechqualitäten darunter verstanden, wie zum Beispiel Pausen oder Zögern das Sprechen, Wiederholen und so weiter. Also alles, was nicht Inhalt ist. Gut, es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass das nonverbale Verhalten im Bewerbungsgespräch tatsächlich mit Leistung im Job korreliert sein kann, vor allem wenn das ein Job ist, der Kundenkontakt benötigt, was man sich leicht vorstellen kann, warum das ein Zusammenhang ist. Sie sehen hier ein bisschen die Resultate, also mehr Pausen, Variation in der Lautstärke ist gut, dann positives nonverbales Verhalten, auch keine Überraschung, Blickkontakt, Lächeln, Gesten, offene Körperorientierung ist eher positiv, eben für einen Job mit Kundenkontakt. Wenn wir jetzt über nonverbales Verhalten sprechen und versuchen wollen, das nonverbale Verhalten zu erfassen, was schwierig ist oder was aufwendig ist, ist genau das hier, was wir jahrelang gemacht haben, nämlich filmen und dann Assistenten vor den Bildschirm setzen und die aufschreiben lassen, wie oft hat er gelächelt, wie lange hat er gesprochen und so weiter. Viele, viele Stunden des Erfassens des nonverbalen Verhaltens. Es gibt aber natürlich jetzt neuere Methoden, nämlich das automatische Erfassen von nonverbalen Verhalten. Das mache ich aber nicht alleine, da sind die drei Leute jetzt in diesem spezifischen Projekt involviert, das sind Informatiker, die eben Computer so programmieren können, dass sie Social Sensing machen. Was ist Social Sensing? Social Sensing hat zwei Komponenten. Das eine ist die automatische Erfassung von Sozialverhalten, also insbesondere nonverbalen Verhalten. Und die zweite Komponente ist die automatische Extraktion. Das heißt, wirklich weiß ich nachher, wie oft er gelächelt hat, ohne dass ich jetzt filme und mich hinsetze und hier noch einen Menschen reinschalte. Wie ist das möglich? Das ist möglich durch Ubiquitous Computing. Ubiquitous Computing meint Smart Rooms. Das heißt im Prinzip alles, was Sie schon fast überall haben, nämlich irgendwelche Kameras, irgendwelche Mikrofone,
die sie nicht auf sich tragen, sondern die schon da sind in der Umwelt und ihr Verhalten registrieren können. Dann gibt es auch Sensoren, die man auf sich trägt, zum Beispiel ihr Handy ist so eins, oder es gibt Google Glasses, gab es mal, oder Polar Watches, wenn sie Fitness machen und so weiter. Es gibt sozusagen zwei Lager. Es gibt die Lager der Informatiker, die schwören auf diese Sensoren, die nah bei den Personen sind, die man auf sich trägt. Und dann gibt es eben das Lager, die verwenden Ubiquitous Computing. Die Idee ist da, dass die Versuchsperson oder die Person überhaupt nichts auf sich tragen. Die ganze Intelligenz sozusagen ist in der Umgebung. Was macht die Umgebung? Die Umgebung, die detektiert, was ist gerade passiert. Also in der Regel sind das Kamera und Lautstärke, also Audio. Und dann dahinter ist ein Algorithmus, der eben dann diese Extraktion macht. Aha, hat so und so viel mal gelächelt in dieser Zeit. Oder Sprechlautstärke war auf diesem Niveau und so weiter. Hier ist unser Social Sensing Labor für das Bewerbungsgespräch. Sie sehen hier ein Rekrutier und eine Bewerberin. Die tragen also überhaupt keine Sensoren. Das Einzige, was wir verwenden, ist ein sogenannter Microcone. Hier, dieser Microcone ist eigentlich nichts anderes als verschiedene Mikrofone auf dem Tisch und nicht an den Leuten. Und was er machen kann, was speziell ist, ist, was wir Speaker Segmentation nennen. Weil das große Problem, wenn Sie eine soziale Interaktion haben, ich stelle einfach ein Mikrofon in die Mitte, ist nachher für den Computer herauszufinden, wer hat wann gesprochen. Und hier schon direkt bei der Aufnahme durch die Mikrofonausrichtung wird bestimmt, aha, es sind zwei Personen da und ich identifiziere, wann spricht A und wann spricht B, sodass ich später dann gerade direkt den Output habe, okay, das war die Sprechzeit von meiner ersten Person, das war die Sprechzeit von meiner zweiten Person. Es gibt nicht nur Sprechzeit, sondern alles andere, was mit den Stimmparametern im Zusammenhang steht. Dann kann man auch Unterbrechungen und so weiter feststellen. Beispielsweise hier hat der Interviewer gesprochen, dann hat die Versuchsperson gesprochen, aber hier gab es eine kleine Überschneidung. Dann für das Visuelle brauchen wir Kinect Motion Sensors. Das ist, sind die Sachen, die Sie vielleicht bei der Xbox hat es jetzt, glaube ich, früher war es Wii. Das heißt, der Kinect-Sensor, der gibt Ihnen nicht nur ein Videobild, sondern gibt Ihnen auch die Information über das Dreidimensionale, sozusagen die Tiefe. Also er rekonstruiert die Personen, er detektiert, wo sind die Personen im Raum und berechnet ein Modell. Und von diesem Modell, wenn wir wissen, wie das Modell sich bewegt, können wir nachher extrahieren verschiedene Sachen. Zum Beispiel hat die Person die Arme gebraucht, Gesten gemacht, waren die Hände auf dem Tisch oder unter dem Tisch, hat sie sich berührt. Blickrichtung ebenfalls, hat sie den Rekrutier angeschaut oder auf oder runter geschaut und Winkel. Hier ist ein Beispiel, was meine Kollegen, wie das funktioniert. Also, was Sie hier sehen, ist, das ist die Rekrutiererin, das ist die Person, die sich bewirbt, der Bewerber. Und hier haben Sie, jetzt heißt es nicht so interessant, aber hier sind die Berechnungen aus, die der Computer direkt macht. Das heißt, hier sieht er oder detektiert, wo ist das Gesicht und berechnet jedes Mal, wenn sie nickt. Und Sie werden dann sehen, hier ist es eingeblendet. Lass das mal laufen. Hallo Tom. Y yo sé si es posible un trabajo de un demanda de recherche, o sea que sea la sociología, la demografía, la psicología social. D'accord. ¿Cuáles son las motivaciones que vous ont amené a postuler pour ce poste? Oui, c'est quoi je dis, je cherche un travail dans mon domaine de recherche. Vous demandez de tout. Comme ça, je peux avoir développer des compétences pour l'utiliser aussi demain. Dann Doktorat oder plus tard. Okay, also so funktioniert das. Einmal, wenn es programmiert ist, kann der Computer, ohne dass irgendjemand da dahinter sitzt, eben sozusagen sich das Video anschauen, wenn Sie so wollen, und uns dann nachher sagen, wie oft
und wann hat die Person genickt. Und so funktioniert das auch mit all den anderen nonverbalen Verhaltensweisen. Gut, jetzt die Frage, die wir hatten, ist, wie hängt das zusammen mit der Leistung im Job? Dazu haben wir eine Studie gemacht. Wir haben Versuchspersonen, das waren studentische Hilfskräfte. Wir haben gesagt, wir haben einen Posten für studentische Hilfskräfte zur Verfügung. Ihr müsst euch aber bewerben. Und wir hatten ein strukturiertes Interview, das ist ein kleiner Ausschnitt, den Sie gesehen haben. Dann haben wir Persönlichkeitsfragebogen, also ein Riesenaufwand für einen kleinen Hilfsjob, aber okay, so war das halt. Und wir haben eben das nonverbale Verhalten der Bewerber während des Interviews des Social Sensing erfasst, wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Wir haben alle eingestellt. Wir haben keine Assessment gemacht. Weswegen? Weil wir wollten die ganze Palette. Wir wollten auch Leute, die nicht gut sind. Weil wir wollten viel Varianz in der abhängigen Variable, also in der, eben wie gut sie dann sind in der Arbeitsleistung, im Job und das eben dann mit dem nonverbalen Verhalten im Zusammenhang bringen. Was war Ihr Job? Ihr Job war super gut bezahlt, wieder, weil wir solche wollten, die nur wegen dem Geld da sind und nicht, weil sie irgendwelche Kompetenz da drin haben, damit wir genug Varianz haben. Also die mussten Versuchspersonen auf der Straße rekrutieren, um Versuchspersonen in unserem Versuchspersonenpool zu werden. Sie müssen so ein kleines Speech geben, wie Forschung eben ganz interessant und wichtig ist und ob sie nicht sich da zur Verfügung stellen wollten. Und wir haben dann gezählt sozusagen, wie viele Personen haben sich schlussendlich eingeschrieben auf den Listen, sodass wir sie kontaktieren konnten. Das war die abhängige Variable. Und sie haben dann auch Bonus gekriegt und so weiter. Also eine relativ objektive Arbeitsleistung, die haben wir dann in Zusammenhang gebracht mit ihrem Verhalten. Was haben wir jetzt präzise kodiert oder automatisch extrahiert aus dem Video? Wir haben sprachgebundenes Verhalten, Sprechdauer, Pausen, Backchanneling, das ist das, wenn jemand spricht und sie sagt, Die Idee von Backchanneling ist, dass die andere Person weiterspricht. Sie geben positives Feedback, dass die andere Person weiterspricht. Sprachungebunden, das ist das Nicken beim Zuhören, Blickkontakt und Lächeln, wir haben vorhin schon gesehen, dass die ja ganz wichtig sind, dann auch in einem Job, wo es eben darum geht, mit Kunden oder mit Leuten in Kontakt zu sein. Für diese Studie haben wir nur diese vier Verhaltensweisen direkt mit dem Computer extrahiert. Inzwischen können wir auch den Blickkontakt extrahieren, das ist kein Problem. Das Lächeln ist immer noch schwierig. Warum ist das Lächeln schwierig? Sie haben ganz viele Programme, die schon auf dem Markt sind, die Emotionen erkennen von Ihrem Gesicht. Die funktionieren auch nicht schlecht, aber die funktionieren dann, wenn Sie nicht sprechen. Das heißt, wenn Sie so ein Gesicht haben und dann plötzlich lächeln oder irgendwie was, das können Sie sehr gut detektieren. Aber wenn Sie am Sprechen sind, so wie ich jetzt, dann passiert so vieles mit den Mundwinkeln hier, dass es total schwierig ist für das Programm zu sagen, ist das jetzt im Sprechfluss drin oder muss ich das jetzt als Lächeln kodieren? Das kommt, das ist eine Frage der Zeit, aber im Moment habe ich noch kein Programm gesehen, dass das wirklich, wenn die Leute sprechen, zuverlässig das Lächeln detektieren kann. Deswegen haben wir das von Hand kodiert. Also zurück zum Bildschirm und Lächeln von Hand kodiert. Okay, ich gehe hier nicht in die Details, nur ganz kurz. Die sprachungebundenen Verhaltensweisen, die hatten jedenfalls für unsere Studie überhaupt keinen Erklärungswert. Aber die sprachgebundenen, die drei, die wir hatten, also Sprachdauer, Pausen und dieses die haben zusammen signifikant erklärt, wer besser war schlussendlich im Job, im Rekrutieren und wer schlechter war. Okay, schön, jetzt wissen wir das. Warum ist das interessant? Unsere Studie hat hier gestoppt, aber ich will Ihnen jetzt zeigen, wie man dieses Wissen verwenden kann. Für die Praxis. Also nehmen wir an, das sind die Resultate, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Nehmen wir an, wir wissen jetzt, was ist ein Profil, sozusagen ein Idealprofil für diesen bestimmten Job, also diesen Hilfsassistenten, der oder die da auf die Straße geht und versucht, die Versuchsperson zu rekrutieren für diese Stelle. Wir haben jetzt herausgefunden, dass das so mit dem nonverbalen Verhalten, das Sie im Bewerbungsgespräch zeigen, zusammenhängt. Wenn wir das wissen, können wir jetzt hingehen und eine neue Person interviewen für den gleichen Job
und einfach messen, was macht die. Weil wir haben ja Social Sensing, das macht das automatisch für uns. In real time. So, das ist der erste Schritt, den haben wir gemacht. Und jetzt nehmen wir an, das ist das Profil von einem neuen Bewerber. Sieht ziemlich anders aus, macht ziemlich was anderes als das Idealprofil, das sich nachher bewährt hat im Job. Also das non-verbale Verhaltensprofil eines neuen Bewerbers kann sozusagen live mit dem Idealprofil, das wir empirisch erarbeitet haben, verglichen werden und kann jetzt dem Rekrutierer vielleicht eine Entscheidungshilfe leisten. Wie soll das genau funktionieren? Hier sind zwei Möglichkeiten. Hier haben Sie ein Profil von einem neuen Bewerber. Wie schon gesagt, scheint nicht so super zu passen, wenn das das Idealprofil ist. Hier haben Sie das Profil von einem neuen Bewerber. Schon viel besser. Jetzt können wir uns vorstellen, dass es irgendeine Art visuelles Feedback, sagen wir mal, für den Rekrutierer gibt, währenddem er das Interview führt, der online sozusagen immer vergleicht, was macht der Bewerber und wie nah ist es dem Idealprofil. Und wenn es nah dem Idealprofil ist, dann kriegt er eine Meldung, zum Beispiel auf dem Computer, oh, grün eher nicht so schlecht in Bezug auf das sonderbare Verhalten und wie das mit dem Job, mit der Leistung im Job nachher im Zusammenhang steht. Oder nicht so gut. Wir können uns vorstellen, also, dass online sozusagen während das Gespräch passiert, der Rekrutierer direkt zum Beispiel auf seinem Tablet eine Rückmeldung kriegt, wie gut es gerade läuft für den Kandidaten. Kann man dann natürlich ignorieren, kann man gut finden oder nicht, wie auch immer. Aber das ist die Idee, dass wir empirisch herausgefunden haben, welche Teile des nonverbalen Verhaltens stimmen mit dem, oder nicht stimmen mit dem Job überein, aber sind stehen im Zusammenhang mit dem. Vorteil ist, dass es ganz spezifisch auf eine Stellenbeschreibung beispielsweise angepasst werden kann. Wenn das Idealprofil einmal steht, ist es einfach auf große Zahlen von Bewerbern anzuwenden. Wenn es also wirklich Hunderte des gleichen Profils sozusagen brauchen. Das, denke ich, ist ein bisschen eher auf Zukunft ausgerichtet. Sie wissen sicher besser als ich, dass es immer mehr Videobewerbungen gibt. Und das große Problem mit den Videobewerbungen ist, wer schaut sie sich an? Weil natürlich sparen wir Kosten mit weniger Leuten, die wir einladen. Aber dahinter muss irgendjemand sich diese Video anschauen. Die Idee wäre eben, dass sich der Computer sozusagen die Videos anschaut und eine erste Empfehlung abgibt oder eine erste Triage macht. Weil wir eben wissen, auf Erfahrungswert, nicht weil wir das super finden, dass Leute, ich sage jetzt mal irgendwie was, dass diejenigen, die nie in den Blickkontakt zur Kamera suchen, für den spezifischen Job sowieso nicht in Frage kommen. Und anstelle, dass wir sie, der Rekrutierer, die Rekrutierin jetzt diese Videos alle anschaut, dass wir, wenn wir eine große Anzahl von Bewerbern haben, dass sozusagen der Computer uns die schon mal auf die Liste stellt, der Leute, die vielleicht nicht weiterverfolgt werden. Das wäre die Idee. Und das ist eben alles in Bezug auf das nonverbale Verhalten, weil die Idee ist, hier mit den Social Skills was zu machen. Natürlich gibt es die gleiche Idee, können Sie anwenden auf Persönlichkeitsprofile, aber dann brauchen Sie kein Social Sensing, dann brauchen Sie kein Videomaterial oder kein Interpersonalsmaterial, das ausgewertet werden muss. Nachteile, ganze Reihe. Zuerst muss das Idealprofil mal erstellt werden. Das Idealprofil ist wahrscheinlich individuell verschieden, wirklich für verschiedene Stellenprofile. Das heißt, dass Sie dann, wenn das nicht eine große Besetzung von einer Stelle sein muss, dass Sie da viel zu viel Aufwand haben, das so zu machen. Es gibt noch mehr Herausforderungen. Die Algorithmen funktionieren nicht immer optimal. Die funktionieren sehr gut auf Originalmaterial, also das heißt da, wo sie entwickelt wurden. Also es ist ganz einfach, wenn der Computer gelernt hat, mein Nicken zu lesen, wenn ich hier direkt vor ihm bin, dann wird der Computer das immer gut machen, wenn ich ihm so ein Video gebe. Wenn ich aber ein Video habe, das hier von der Seite aufgenommen ist, dann ist es schon schwieriger für den Computer, weil der Algorithmus ist nicht trainiert, das von der Seite zu lesen. Kann man dann auch trainieren natürlich, aber
Es hängt immer davon ab, wie ähnlich das Material ist von dem Trainingsmaterial, das der Algorithmus zur Verfügung hat. Dann ein weiterer Nachteil sicher für die Praxis ist, es gibt eigentlich noch keine wirklich oder fast perfekte oder weiterentwickelte integrierte Lösung, dass man einfach so ein System hätte, wo man schon mal weiß, okay, das kann jetzt zuverlässig zum Beispiel Blickkontakt detektieren und wir können das rückmelden dem Kandidaten oder wir können diese Information für den Rekrutierer verwenden, um seine Entscheidung zu treffen. Das ist immer noch ein bisschen Flickwerk, immer noch sehr in der Forschung und weniger in der Praxis verankert. Jedenfalls das, was ich kenne. Das heißt, es braucht eine enge Zusammenarbeit mit den Informatikern, was auch interessant ist, aber was die Sache nicht unbedingt vereinfacht. Wie können jetzt die beiden Sachen zusammengebracht werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich will nur zwei Beispiele nennen. Das eine, Sie erinnern sich an diese Situation der sozialen Interaktion, wo das Publikum reagiert. Im Moment sind wir das, die das Publikum reagieren lassen. Aber es ist durchaus möglich, dass wir Social Sensing in der virtuellen Realität einbauen, so dass zum Beispiel, wir könnten über ein Programm sagen, wenn die Person, die einen Vortrag hält, nicht, sagen wir, innerhalb von einer halben Minute von links nach rechts geschaut hat und wieder zurück, dann fangen alle an zu gähnen. So was. Das kann man programmieren, weil das Programm für die Simulation hat immer die Kopfausrichtung. Nachher wird es ein bisschen komplizierter, wenn es wirklich Sachen sind, die man nicht direkt zur Simulation braucht. Also beispielsweise, was könnte ich sagen, offene Körperhaltung. Nicht? Offene Körperhaltung ist etwas, was das Programm nicht braucht, um die Simulation laufen zu lassen. Das heißt, wir brauchen auch wieder externen Kinect-Sensor, der dann eben sagt, okay, jetzt ist es irgendwie so, für mehr als, was weiß ich, 2 Minuten, dann sollen alle irgendwie rauslaufen oder sowas. Da brauchen wir aber den Kinect, der das detektiert, das Programm, das diese Information dann in das Simulationsprogramm zurückschickt und dann eben die Avatare reagieren lässt aufgrund dessen, was wir programmiert haben. Also hier auch wieder, es gibt keine Spontaneität, alles muss vorher vorbestimmt werden. Und das ist die Schwierigkeit. Es gibt zum Beispiel eine Therapie, ich habe ein Therapieprogramm gesehen, wo man eben interagiert mit dem Therapeuten, der dann Fragen stellt und die scheinen relativ gut angepasst zu sein auf die Antworten oder auf die Fragen, die der Patient oder die Patientin hat. Aber im Hintergrund ist immer noch ein Forscher oder eine Forscherin, die mithört, und dann ganz schnell aus einem Entscheidungsbaum auswählt, was ist jetzt wahrscheinlich eine gute nächste Frage. Und das ist wirklich die Herausforderung. Und natürlich gibt es Spracherkennungsprogramme auch, also da gibt es auch immer wieder mehr Fortschritte. Wenn wir mal so weit sind, dass ein Programm sehr, sehr gut lesen kann, was die Intention hinter dem Gesprochenen ist und all das, und dann selber eine Antwort auswählt, dann gehen wir Richtung Automatisierung. Aber, und ich denke, das wird kommen in einer guten oder weniger guten Qualität, das sind dann Sie, die darüber entscheiden. Ich denke, das ist da, wo wir auf dem Weg sind, aber was ich bis heute gesehen habe, ist das auch noch nicht wirklich da. Das andere ist, dass wir hier bei dem Bewerbungsinterview, ich habe schon von diesen Video-CVs gesprochen, natürlich uns auch vorstellen können, dass ein Avatar dieses Bewerbungsgespräch führt, das wird aufgezeichnet und dahinter läuft eben das Programm, das versucht auszuwerten, wie gut geht es jetzt gerade mit dem Interview, entweder als Rückmeldung für denjenigen, der sich gerade bewirbt, diese Person hier, oder eben mehr für das Assessment, wenn Sie so wollen, dass schon sozusagen eine Vorentscheidung oder eine Vorempfehlung vom Programm gefällt wird, die nachher verwendet oder nicht verwendet wird von den Rekrutierern. So, damit wäre ich eigentlich durch mit dem Teil, der auch mehr die Forschung betrifft. Ich will Ihnen ganz kurz jetzt, weil Sie das nachher ausprobieren können, zeigen, was wir gemacht haben in Bezug auf dieses Bewerbungsgespräch. Das ist mir ein
wie soll ich sagen, ein Werkzeug wirklich zum Training. Und das funktioniert folgendermaßen. Also man klickt da auf das Programm, ist bei sich zu Hause, nehmen wir an, nicht? Und Sie geben dann hier beispielsweise Ihren Namen ein. Und dann haben Sie ein Kalibrierungsfenster, das aktiviert also direkt die Kamera in Ihrem Portable oder in Ihrem Desktop-Computer. Und Sie checken mal kurz, ob Sie so mehr oder weniger davor sitzen. Dann kommen die Instruktionen, wir müssen jetzt da nicht durch alle Details. Hier wird erklärt, dass das ein Bewerbungsgespräch ist, dass dann jetzt gleich ein Rekrutierer reinkommt und Fragen stellen wird. Und es erklärt auch so ein bisschen, wie das Menü gebraucht wird. Ich zeige es Ihnen einfach, dann brauchen wir nicht so viel Zeit. Dann haben Sie die Wahl, Sie können auswählen. Friendly Male, Unfriendly Male, Friendly Female, wie auch immer. Nehmen wir mal den Friendly Male. Okay, jetzt haben Sie hier verschiedene Optionen. Hier sind die Interviewfragen. Hier können Sie ein Kurzinterview machen, das heißt, verschiedene Fragen kommen gleich hintereinander. Dann hier können Sie nochmal auswählen, wenn Sie jetzt doch einen unfreundlichen wollen oder die Frau oder man kann sich auch was anderes vorstellen. Verschiedene Alter und so weiter. Dann hier können Sie nochmal die Instruktionen angucken. Return to Starting Position, das ist, weil wir da dran sind, eine 3D-Variante zu entwickeln. Und dieses Programm ist so, dass wenn ich hier bewege, kann ich tatsächlich im Raum rumgehen. Und wir haben auch eine schöne Aussicht hier. Manchmal machen das die Leute und sind dann irgendwo verloren im Raum. Deswegen kann man dann hier draufklicken und dann ist man wieder zurück. Und hier kann man dann rausgehen. Also das Training funktioniert so, dass Sie sich sagen, okay, ich wähle jetzt hier mal aus, wie ich eine Frage zum CV, zu der Motivation, zum Professional Achievement, Sie können die Liste sehen, oder zur Persönlichkeit oder Future Expectations. Ich sage mir jetzt mal, ja, okay, ich habe immer ein bisschen Probleme mit den Fragen zur Zukunft. Ich will da mal üben. Klicken Sie da drauf. Dann kommt der Rekrutierer rein. Schweren Schrittes. Hello, it's nice to meet you. I'm Mike. I'm the head of the HR department here. I'll be the one conducting the job interview today. Hope I didn't keep you waiting too long. Shall we get started? Let's imagine you have the job. How would you see yourself in 5 years from now? Was jetzt passiert, was Sie nicht sehen können, ist, dass bei mir ist jetzt die Kamera angegangen. Und die Idee ist jetzt, so sind die Leute instruiert, ich gebe jetzt eine Antwort. Ich sage jetzt, ja, in 5 Jahren sehe ich mich da und da, bla bla bla, ich gebe irgendeine Antwort, nicht? Und dann sage ich, okay, das war es jetzt für die Frage, jetzt gehe ich zurück, jetzt mache ich weiter. Entweder hat mir das gar nicht gefallen, was ich als Antwort gegeben habe, und ich mache nochmal die gleiche Frage. Ich übe so viel, so oft, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es nicht schlecht. Ne? Oder ich nehme eine andere Frage, was zur Persönlichkeit. Alright. Can you tell me about yourself? What's important for you? What do you like? Or what is important for you in your job? Und jetzt sage ich bla 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 und so weiter. Und wenn ich dann fertig bin, wieder, kann ich weitermachen oder aufhören oder nochmal die gleiche Frage. Oder ich kann zum Short-Interview gehen, dann fragt er einfach 5 Fragen hintereinander direkt. Und dann gehe ich auf Quit the Simulation. Und was ich dann habe, im Normalfall, ist hier meine Videos, die ich mir dann anschauen kann. Weil ich eben schauen will, wie war ich denn jetzt? Ich hatte das Gefühl, das letzte Gespräch, da habe ich eine super Antwort gegeben, nicht? Und dann gehe ich das mal anschauen. Oder nicht? Also, das ist jetzt der Demo-Effekt, nicht wahr? In der Regel funktioniert das, da kann ich anschauen. Das ist jetzt schade, weil ich Ihnen nämlich die Qualität zeigen wollte. Okay, ich werde jetzt nicht mehr Zeit darauf verwenden, aber was funktionieren sollte in der Regel, ist, dass Sie nachher das Video haben und schauen können, okay, jetzt aber da, ich hatte das Gefühl, das war eigentlich super, aber wieso habe ich eigentlich nie den Rekrutierer angeschaut oder wieso habe ich hier eine Nase gebohrt oder wie auch immer. Und
Das können Sie machen, wenn Sie zu Hause sind. Das, die Idee ist wirklich, dass das ein Instrument ist, dass die Leute sich runterladen können auf ihren Computer und wann immer sie wollen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, einfach ein bisschen mehr interaktiv, als wenn sie sich das einfach vorstellen, was man sonst sieht. Ich denke nicht, dass das die Beratung oder das Rollenspiel ersetzt, aber es kann Übung sein, wirklich auf diese feinen Unterschiede, gerade auch im nonverbalen Verhalten, sich zu trainieren oder zu üben. Und fürs Assessment, wie gesagt, kann man es verwenden. Man kann sich vorstellen, so einen Link jemandem zu schicken, der gibt dann eine Antwort auf eine Frage, muss nicht ein Jobinterview, kann sonst was sein, und dann können Sie sich die verschiedenen Antworten und die verschiedenen Reaktionen auf eine bestimmte Situation anschauen und, wenn Sie das so wollen, dann für Ihr Assessment gebrauchen. Das war's, was ich Ihnen zeigen wollte. Ich denke, Sie sind vielleicht reif für den Apro, aber ich nehme gerne noch Fragen, bevor wir raufgehen, aber ich bin nicht der Boss. Der Boss sitzt. Also wie ist es mit der Frage war mit der Interpretation der Daten? Das ist eine sehr gute Frage, weil das nonverbale Verhalten, ob ich jetzt hier mal so mache oder so, wir wissen, dass das total abhängig ist von der Situation. Das heißt, es gibt nicht eine Interpretation, wenn ich meinen Kopf so ein bisschen schräg halte, dann heißt das, dass ich so ein Typ bin oder irgendwie sowas. Und deswegen ist das eine sehr wichtige Frage. Was wir machen, ist Folgendes. Wir schauen in der Studie, die ich Ihnen gezeigt habe, haben wir, wie gesagt, sozusagen ein objektives Maß für Performance und wir schauen dann einfach die Korrelation an. Das ist wirklich total datengetrieben, es ist keine Interpretation da. Wir haben eine andere Studie, wo wir Folgendes gemacht haben, wir haben die Videos von den Jobinterviews genommen und haben die professionellen Rekrutierern vorgesetzt, hatten auch eine Jobbeschreibung und haben gesagt, mach mal ein Rating hier, wen würdest du jetzt einstellen? Aufgrund von deiner Erfahrung. Also Experten sagen dann, wer wird eingestellt. Und dann haben wir die Interpretation im Sinne von, wer ist der oder die beste Kandidatin. Das basiert auf den Experteneinschätzung. Dann können wir wieder zurückgehen und schauen, was war das Verhalten, das die gezeigt haben. Nicht die einzelnen Reaktionen. Nein. Das halte ich auch für, weil also die Forschung zeigt auch, dass das wirklich so situationsabhängig ist, dass also all die Bücher, kann ich Ihnen sagen, die Sie hoffentlich nicht zu Hause haben, aber falls Sie die kaufen wollen über nonverbales Verhalten, Jobinterview, XY, das können Sie mehr oder weniger vergessen. Weil was viel, also das wissen Sie auch wahrscheinlich besser als ich, aber die Forschung zeigt ganz klar, dass was Gutes ist, freundliches Gesicht, Lächeln, aber auch nicht immer zu viel Lächeln. Wir haben zum Beispiel gezeigt, dass wenn Leute im Jobinterview konstant viel lächeln, kann das negativ sein, wenn das ein Job ist, der Verantwortung braucht, nicht? Oder ein Job, der sozusagen ein bisschen seriöser konnotiert ist. Da ist es gut, wenn Sie zu Beginn lächeln, weil das ist die soziale Phase, wo man fragt, ja, haben Sie es gefunden und so weiter, nehmen Sie Platz und so. Und am Schluss, wo es wieder darum geht, ja, okay, wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und so. Da ist es gut, wenn der Kandidat oder die Kandidatin lächelt, aber nicht unbedingt in der Mitte des Interviews. Deswegen ist das alles meiner Meinung nach Quatsch, diese Handbücher. Man muss wirklich schauen auf die Stelle, auf die Situation, auch was zu den Leuten passt. Wir versuchen ja auch immer herauszufinden, was ist authentisch. Ja. Ist es nicht so, dass man dieses System relativ leicht austricksen kann, indem man trainiert wird, sich richtig zu verhalten? Das sind ja letztlich dann 3 oder 4 Parameter, die sie auswerten. Lächeln die, nicken die, gucken die irgendwie freundlich. Und jetzt kann ich mir das irgendwie aneignen und lächle, nicke und bin irgendwie freundlich. Aber es kommt vielleicht überhaupt nicht authentisch rüber. Aber ich weiß, das System wertet Lächeln als positiv. Also sprich, kann das System irgendwie authentisches Verhalten erkennen? Ja, sicher nicht jetzt im jetzigen Zeitpunkt. Da haben Sie völlig recht. Deswegen glaube ich auch, dass es, wenn überhaupt, nur eine Entscheidungshilfe sein kann. Oder so eine erste Triage machen mit so Verhalten, wo wir wirklich sagen, nee, das geht jetzt gar nicht, das ist wirklich ein Nein. Also da haben Sie völlig recht, aber ich meine, das ist
dieses Katz-und-Maus-Spiel, das ist sowieso so, nicht? Also da kommt wieder ein neues Buch raus, wie man sich zu sagen, was ist die beste Antwort auf, was sind meine Schwächen, nicht? Und dann haben wir alle Kandidaten, die dieses gleiche Zeugs labern und das ist überhaupt nicht mehr diskriminierend schlussendlich. Also es ist, so, es ist ein bisschen ein ähnliches Problem nachher. Ich denke, was die Möglichkeit besteht dann, wenn man den Aufwand machen will, dass man das spezifisch dann für bestimmte Stellen hat und jede Stelle hat ein anderes Profil, wo die Kandidaten dann vielleicht nicht unbedingt wissen, was für ein Profil das ist oder was man genau sieht. Das ist von daher mehr Daten getrieben. Aber ich denke, es hat trotzdem diese Stelle. Im Moment war es ja sozusagen ein lineares Profil. Je mehr, desto besser. Je mehr ich lächle, desto günstiger, oder? Von der Auswertung her. Das war jetzt bei uns nicht so, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen schnell gegangen. Es war wirklich mehr so die Idee, wie sie bei einem Persönlichkeitsprofil zum Beispiel haben. Aber jetzt von der Auswertung her, die Regression, die Sie gezeigt haben, das war ja in dem Sinne ein lineares Modell. Je mehr, desto besser. Aber hier würden wir eben alle Faktoren mit einbeziehen, also auch diejenigen, wo es halt keinen Zusammenhang gibt. Also wenn ich hier, das wäre schon die Idee, also wie so mein Persönlichkeitsprofil nicht. Das ist nicht einfach mehr von allem so gut, sondern die Differenzierung, das Profil schlussendlich. Ja. Im Sinne der Objektivität. Ja, vielleicht einfach kurz im Sinne der Objektivität. Ja. Wenn man gerade über Mondialisierung spricht und kulturell verschiedene Kandidaturen hat und Kandidaten hat, dass man da rassenneutral, sage ich jetzt mal, unberührt vorgeht, das kann sicher ein Garant sein, ja, oder? Ja, das ist ein großer Vorteil, weil genau das Programm ist agnostisch in Bezug auf solche Parameter. Ja. Ja, definitiv. Nachher gibt es natürlich, wenn wir von nonverbalen Verhalten sprechen, gibt es auch so ein bisschen kulturelle Unterschiede, nicht? Da muss man dann auch wieder aufpassen, wie man typisch der Mensch. Genau. Man weiß ja auch, dass in Interviews bzw. Bewerbungsgesprächen das Problem häufig nicht der Kandidat ist, sondern der Interviewer. Die großen Unterschiede zwischen validen Interviews und weniger validen Interviews, ja, Strukturiertheit und so weiter, ein Faktor, den die Bewerber, die Befrager eigentlich ausmachen. Haben sie auch Experimente gemacht, haben sie welche vor, wo die Rollen dann verdreht sind, also wo nicht der Kandidat oder der Bewerber analysiert wird, sondern der Interviewer. Das könnte man vermutlich einfacher machen, schauen, wie gut führt das Interview. Ja, also das ist durchaus möglich. Also man kann sich auch ein Trainingsprogramm eben für Interviewer vorstellen. Und wie Sie sagen, wissen ja, dass strukturierte Interviews die sind, die ja nicht die besten Resultate dann bringen, was auch, wenn wir einen Avatar brauchen, mehr oder weniger der Fall ist, weil dann das eben gemacht wird. Ich bin gerade am Überlegen, wir haben zumindest eine Studie gemacht, die war aber ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, wo wir, wo die Versuchspersonen, ich muss gerade überlegen, die waren in der Rolle des Rekrutierers und wir haben verschiedene Kandidaten präsentiert. Und da haben wir variiert das Geschlecht und die Emotionen. Die Idee war dann zu schauen, weil es gibt Resultate, die zeigen, dass Frauen, die eine Ärgermimik haben, nicht so oft engagiert werden wie die Männer, die eine Ärgermimik haben, weil Ärger offensichtlich mit Dominanz im Zusammenhang steht und wenn es eine Leadership Position ist, dann ist das eher positiv für einen männlichen Bewerber, nicht aber für einen weiblichen. Wir wollten das ein bisschen ausdehnen. Was passiert, wenn eine Frau eher ein trauriges Verhalten zeigt oder ein Mann ein trauriges, also gender kongruent oder inkongruent, und haben dann auch tatsächlich Effekte gefunden. Und zwar in dem Sinne, dass die eher bereit waren, die Leute, Frauen oder Männer einzustellen, die inkongruentes Verhalten gezeigt haben. Also traurige Männer und ärgerliche Frauen. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass das einfach interessanter war, um anzuschauen. Weil das war ein Avatar und da war sonst nicht so viel los. Ich weiß nicht, wie valide jetzt dieses Ereignis ist. Aber ja. Durchaus. Also wir können eben zum Beispiel auch Bias oder Stereotype gut untersuchen, indem wir verschiedene Kandidaten präsentieren. Ein Kandidat ist beispielsweise schwarz oder hat einen Akzent oder irgendwie sowas und dann wirklich testen. Schauen die jetzt nur auf, man könnte sich vorstellen, die
die Leistungen im CV oder die dann vergleichbar sind, sind sie dann beeinflusst von der Hautfarbe beispielsweise. Ja. Ja, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Akzeptanz auf Kandidatenseite, stelle ich mir die Frage, haben Sie da Forschungsergebnisse? Was Akzeptanz dieser Tools, die ich faszinierend finde, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wenn wir vom Kampf der Talente und so weiter und so fort sprechen, was ist ein Kandidat bereit, da zu investieren und sich eigentlich zuerst mal ein bisschen auf eine unbekannte Geschichte einzulassen? Ja. Es ist doch ziemlich neu und eben, wie gesagt, nicht sehr weit verbreitet. Von daher haben wir eigentlich keine Ergebnisse. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es gibt verschiedene Blickweisen darauf. Eine Blickweise kann sein, dass eine Firma, die sie sagt, ich will das verwenden, das arrangiert mich, ich kann da schon mal 30% der Leute, die muss ich dann nicht mehr einladen. Das heißt, ich verlange ein Video-CV oder ich verlange ein Video von jedem Kandidaten und gut, wenn sie das nicht machen wollen, dann sind sie halt nicht im Pool. Und je nachdem, wie die Verhältnisse stehen, jetzt beim Kollaborationsfall in Spanien beispielsweise, wo die Leute halt wirklich einen Job suchen wie verrückt und die sind halt bereit, ganz viel zu liefern und auch. Also, da kann man, das ist eine moralische Geschichte, es findet, ja, sollen die das einfach machen und man ist dann mehr oder weniger transparent darüber, was man mit den Daten macht. Ich glaube, was wichtig ist für meine, insbesondere für die Forschung, aber auch für mein Verständnis, ist, wenn das so eine Art, möglich eine Art Zusammenarbeit wird. Also, dass man wirklich auch die Leute fragt, wie sie sich dabei fühlen, was sie bereit sind, ob sie das Gefühl haben, sie verstellen sich und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig nachher auch für die Validität der Ergebnisse, die wir daraus ziehen. Ob sie versuchen, da irgendwie, wie Sie schon gesagt haben, irgendwie so ein Theater zu spielen oder wie authentisch dann das auch war. Und was wichtig ist, ist, dass informiert wird, was mit den Daten passiert. So, ich denke, du stehst dann später noch zur Verfügung für Fragen oder für solche, die noch ausprobieren möchten, wie das so wirkt, wenn sie da von einem Avatar interviewt werden. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich denke, war ein Blick in die Zukunft. Jeder für sich kann das selbst beurteilen. Für mich, denke ich, wäre für uns wahrscheinlich noch zu früh, so etwas einzusetzen, jeden Tag. Aber du hast es mehrmals erwähnt, wenn man sieht, wie schnell sich die Sachen entwickeln, wenn du dann vielleicht in 5 Jahren wieder hier stehst, sagen wir, ja klar, und alle die drei Drehbrillen, die haben schon in unseren Alltag Einzug gehalten. Als ich da meine Wohnung renovierte, habe ich zuerst die 3 Drehbrille aufgesetzt und habe mal geschaut, wie das jetzt neu aussehen würde. Und dann wird die Rechenleistung auch so sein, dass man das vielleicht dann schon sehr schön simulieren kann. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Etwas Kleines mit auf den Nachhauseweg. Herzlichen Dank. Schon sehr frühlingshaft verpackt. Ich habe gesehen, Frühlingstreffen. Genau. Optimistisch. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke auch für die Frage. Vielen Dank euch fürs Erscheinen und noch gute.